Ja, dann begrüßen wir auf jeden Fall jetzt alle, die hier sind, alle, die uns später sehen und auch alle, die wir live irgendwo finden oder uns nachhinein sehen. Ich heiße Andreas Salam, ich habe das Green Net Project seinerzeit mit den anderen Menschen, die hier zu meiner Linken sitzen, vor ungefähr 2,5 Jahren entwickelt. Und mittlerweile sind noch mehr Menschen dazugekommen, wie zu meiner Rechten. Aber ich stelle es vielleicht einmal selber vor. Ich sehe ganz wirklich wenig, vielleicht auch erstmal für alle, die sich dann wundern, hinterher auch, warum ich so komisch gucke. Also ich sehe ganz wenig, ich habe ganz schlechte Augen, bin fast blind, also offiziell bin ich blind. Und höre dafür umso besser und habe eben halt auch ein paar andere Talente, wie zum Beispiel, dass ich mein Leben lang schon immer ein sehr großes Gespür habe für Menschen, die in irgendeiner Weise benachteiligt sind. Das bringt mich natürlich auch sehr zur Nachhaltigkeit und zu Menschen, die dann eben halt vielleicht in irgendeiner Weise Unterstützung brauchen können. Ja, dann habe ich eben halt 12 Jahre lang schon IT-Projekte gemanagt, habe 8 Jahre in London gelebt und internationale IT-Projekte gemanagt und habe daher sehr viel Erfahrung mit großen IT-Projekten, die auch global laufen. Und das hat mich dann irgendwann dahin gebracht, auch Richtung GreenNet und die Überlegung voranzutreiben, ein dezentrales soziales Netzwerk für Nachhaltigkeit zu entwickeln, um mal was anderes zu schaffen und einen anderen Fokus. Und jetzt würde ich weitergeben an dich, bitte. Ja, ich bin Brigitte Reich. Ich bin über ein Projekt in einer Gemeinschaft, in der ich gelebt habe und in der du auch eine Zeit lang gelebt hast, Sag's ruhig. so in der Lebensraumgemeinschaft Janshausen, haben wir uns kennengelernt und in diesem Zusammenhang auch Markus, was ja damals auch bei einer Veranstaltung gab. Und da ist eigentlich dieser Gedanke, den du schon länger hattest wahrscheinlich, der ist dann so zum Leben erweckt worden. Und das fand ich eigentlich eine ganz denkwürdige Zeit, weil es irgendwie uns gelungen ist, trotz unserer Unterschiedlichkeit hier und diesen langsamen Prozess in Gang zu bringen, der uns heute einfach hierher geführt hat. Und das finde ich ganz schön. Markus. Wow, das war sehr knackig. Ja, genau, ich heiße Markus Konopzek und habe sozusagen von Anfang an das Projekt so mitgestaltet. Meine Motivation ist die, ich nutze Facebook zum Beispiel exzessiv und finde das eigentlich nicht gut. Also ich kritisiere auch gerne viele Dinge an Facebook und ich möchte eine Alternative haben, der ich so wirklich auch vertrauen kann. Das ist der eine Aspekt. Und zum anderen, was ich freizeitig auch sehr gerne mache, ist Menschen miteinander in Verbindung bringen, also gerade spannende Projekte, die so im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind. Da tausche ich auch gerne aus, wenn ich irgendwie Wissen aus der einen Ecke mitbekomme, dass die andere Ecke auch mit erfährt. Ja, wenn du jetzt gesprochen hast, dann würde ich eigentlich denken, eigentlich kreisrum, aber vielleicht trotzdem erstmal ein Kernteam, bis du, Bobby, dich nochmal vorstellst vielleicht, weil dann haben wir uns erstmal vom Kernteam vorgestellt und dann können wir die Runde vielleicht weiter erweitern. Stefan vielleicht noch und dann können wir vielleicht die Runde erweitern. Okay, mein Name ist Bobby Lange. Ich komme aus Würzburg. Ich bin hier einer derjenigen, die tatsächlich übers Internet zu dem GreenNet Project gekommen sind. Ich habe das bei meinen Recherchen als Journalist entdeckt, habe mir das durchgelesen und habe mir gedacht, wow, das ist endlich mal was Vernünftiges, mal was Neues, mal was anderes. Und ja, ich bin jetzt 61 Jahre alt und seit 1975 irgendwo im grünen alternativen Bereich unterwegs. Also wahrscheinlich länger als die meisten Leute, die mit mir zu tun haben, überhaupt schon leben. Und ich denke, dass es einfach super wichtig ist, Grenzen zu überwinden und das mit Netzwerken zu tun. Das ist eine sensationelle Möglichkeit, die sich über die sozialen Netzwerke ergeben. Und das jetzt noch zu einem Punkt voranzutreiben, wo wirtschaftliche Interessen nicht im Vordergrund stehen, sondern wirklich die eine Weltinteressen im Vordergrund stehen, das wäre der entscheidende Knackpunkt. Das wäre ein ganz großer Schritt, um die ganze Bewegung voranzubringen. Erstmal gut für dich. Ja. Super, danke. Stefan, magst du was zu dir sagen? Uli, also Stefan, hast du 46 Jahre alt, schaut gerade ein bisschen komisch aus mit dem Kissen und so, ich habe aber zwei Mitglieder, weil da Erstaunen sind. Das ist jetzt die Erklärung für dieses komische Bild hier. Und ja,
mitbekommen habe, dass all das Ökobildung, das wir tun, Auto, Papier, Recycling, dritte Weltarbeit, eine Weltarbeit, dass die noch massiv übertroffen wird, wenn man legal lebt. Das habe ich vor 2 Jahren mitbekommen und versuche seitdem, das zu tun. Und der Bobby und ich treffen uns jetzt in der Ausdruckgruppe in Würzburg. Und ich versuche halt jetzt, soweit ich das noch kann, auch mitzumachen, wie es halt geht. Zum Beispiel haben wir, glaube ich, noch keinen Kunden, der den Kassenwart macht. Das würde ich dann so schon mal übernehmen, bis jemand was getrunken ist. Wer es besser kann. Oh, Stefan, woher kommst du eigentlich? Von wo bist du bei uns? Okay, ich bin geboren in Bayreuth. War alleine neben Bobby in Markt-Bergenthal, bei Würzburg. Und bin jetzt am Niederhagen, in der Nähe von Krefeld. Ich bin jetzt trotzdem ständig erkannt. Okay. Jetzt geht es eigentlich darum, dass wir euch innerhalb von so Viertelstunde, 20 Minuten maximal, eine kleine Präsentation drüber geben wollten, was wir eigentlich so als Background haben, damit ihr vielleicht nochmal auch Menschen, die es von draußen sehen, da sich besser mit verbinden können, wie wir eigentlich rangehen. Wobei das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Wir sind offen für alles und wir wollen ja immer nur eine Klammer bilden und wir sehen es auch nur als Kommunikatoren. Ähnlich wie bei Wikipedia verstehen wir uns als offen für alle, die da mitwirken und dann hoffentlich mit ihren eigenen Sein auch das Ganze in jede Richtung erweitern. Das sollte nicht statisch sein. Ziel dieser Präsentation ist, euch einen groben Überblick über das Themenfeld zu geben. Wir werden sicherlich nicht alle Eventualitäten und Kniffe und Tricks, die es in freier Kommunikation und nachhaltigem Lebensstil gibt, erwähnen können, aber so der grobe Überblick. Und damit man sich anlernen kann, habe ich einfach mal ein paar Fragewörter gesammelt, die man üblicherweise stellt, wenn man sich einem Thema nähern möchte. Und zwar zu Anfang erstmal, was ist überhaupt damit gemeint mit freier Kommunikation und nachhaltigem Lebensstil? Da probiere ich jetzt eine kleine, relativ knappe Definition zu machen. Also zunächst einmal freie Kommunikation, was verbirgt sich dahinter? Was wir unter freier Kommunikation im Allgemeinen verstehen, ist eine Kommunikation, die frei von ideologischer oder wirtschaftlicher Kontrolle ist. Eine Kommunikation, die ohne Denkverbote ist, aber nicht pauschal alles ermöglicht, sondern halt auch seine Grenzen kennt, denn sobald es darum geht, anderen zu schaden, ist es nicht akzeptabel sozusagen. Das ist die Grenze von der Freiheit der Kommunikation. Das bezieht sich jetzt erstmal im Allgemeinen auf die Art der Kommunikation und rein praktisch bedeutet das auch so, dass es Kommunikationsmittel gibt, die kostenlos beispielsweise oder überall verfügbar sein sollen. Und das erste Kommunikationsmedium, was eine sehr starke Kraft sozusagen mitbringt, ist ein soziales Netzwerk. Das hatten wir mal auf dieser Website GreenNet Project etwas charakterisiert. Und im weiteren Ausblick soll es auch darum gehen, weitere Kommunikationsmedien, also weitere freie Medien zu fördern, so zum Beispiel Video, Radio über Internet oder was auch immer an zukünftigen Medien ansteht. Vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Mhm. Wir selber wollen nicht definieren, wo Grenzen sind, die in der Kommunikation laufen. Weil wir sind ja nicht Gesetzgeber oder sonst was. Und wir wollen es gar nicht kontrollieren, können wir auch nicht. Bei einem sozialen Netzwerk, genau bei einem Verein, geht das gar nicht. Aber wir hoffen auf die Kraft der Intelligenz, des Schwarms. Und dass dann immer von irgendwelchen Seiten, wenn da Dinge passieren, die nicht okay sind, jemand das irgendwo erwähnt, es diskutiert wird. Und dann so ähnlich wie bei Wikipedia, da kennt man es ja auch, dass dann verschiedene Seiten, verschiedene Stränge, verschiedene Positionen dargestellt werden, diskutiert werden und dann auch dem anders stehen können. Und wenn Sachen dann wild werden oder in Beschimpfungen ausarten oder so, dass dann entweder Mediatoren gibt oder Moderation gibt, die das dann eben halt verhindern oder die damit umgehen können. Und das dann eben wo sich reguliert, sage ich. Und dadurch dann sich die Grenzen auch zeigen. Aber vorher das festzulegen, ist Quatsch. Und in Streitfällen sollte es da hoffentlich einen Beirat geben, der dann in der Lage ist, zu definieren, wo es denn bei ihm kann. So ist eigentlich die Vision.
Okay, so zum groben Umfeld sozusagen. Es ging um freie Kommunikation. Und der andere Aspekt, der ja auch im Vereinsnamen mit drin ist, ist der nachhaltige Lebensstil. Nachhaltigkeit wird gerne mal sehr breit getreten. Da hat jeder so, glaube ich, seine eigene Definition dazu. Und ich glaube, im Gespräch gerade eben ist uns das auch klar geworden. Nachhaltigkeit, ich habe es mal im Groben versucht, so zu umreißen, was einem da so als nächstes einfällt. Beliebige Liste, einfach nur, um euch ein Gespür dafür zu geben. Also NGOs wie Amnesty oder Greenpeace, das Global Ecovillage Network, Umweltinitiativen, die es gibt, die Open-Source-Bewegung ist für mich Nachhaltigkeit. Freidenkerin jeder Art. Unten dann halt nochmal so, das waren so mehr oder weniger die Überschriften. Transition Town-Bewegung und so weiter. Oder jetzt unten sind noch relativ konkrete Beispiele, ne? Also Regionalwährungen zum Beispiel. Es gibt Nachbarschaftsgärten, kennt man vielleicht auch. Genau, Urban Gardening, hast du ja auch gesagt. Carsharing, demnächst auch Bike-Sharing sozusagen. Solidarische Landwirtschaft und so. Also all diese Projekte und dieses Umfeld, das meinen wir mit nachhaltigem Lebensstil. Ja, ich würde da gerne noch was dazu sagen, denn ich komme ja aus einer Zeit, wo quasi die Grünen stark geworden sind, war auch eine Weile bei den Grünen Mitglied und was mich zum Beispiel total erbost hat und bis heute immer noch in ganz vielen Köpfen nicht zusammengeht. Die Leute haben gesagt, wir brauchen eine nachhaltige, nee, damals gab es das Wort nachhaltig noch nicht, aber wir müssen ökologisch sein, arbeiten und so weiter und sind 100 Meter mit dem Auto zu Zigarettenautomaten gefahren. Das fanden wir kein Widerspruch, das ging völlig problemlos nebeneinander her. Ja? Also dass der eigene Lebensstil auch eine politische Bedeutung hat, eine gesellschaftliche Bedeutung hat, das ist noch ganz wenig Leuten wirklich bewusst. Ja, ich kann es nochmal ergänzen, weil ich habe auch den Fokus, den ich auch ganz sehr stark in Janishausen gelernt habe, aber auch in anderen, Transformations-Workshops oder so, wo es mir darum geht, auch innere Nachhaltigkeit im Fokus zu haben. Das heißt, meine eigene Entwicklung, wo bin ich denn selbst mit mir auch nachhaltig, wo gehe ich denn mit mir so um, dass ich damit eben, Leben mich auch wirklich gut spüren kann. Ich habe eine Lebensgefährtin, die da wirklich super ist und mir da auch ganz viel gezeigt hat, sage ich mal, Wege gibt. Ne? Und das ist einfach sowas von immens wichtig, dass ich da auch für mich selbst im Leben weiterkomme, weil wenn ich mit mir mich gut fühle, strahle ich natürlich ganz anders aus. Mhm. Das ist immens wichtig für mich. Cool. Ja. Das wollte ich auch sagen. Danke. Ja. Genau, innere Nachhaltigkeit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Gut, dann die nächste Frage, die man sich stellen kann, ist, warum? Man kann sich auch genauso gut fragen, warum dieses Bild hier erscheint. Ich dachte, das war, genau, ein Schaf. Also es gibt eigentlich so zwei Hauptgründe, die uns dazu motiviert haben, jetzt in diese Richtung was zu tun. Erster Grund ist, es gibt kein etabliertes soziales Netzwerk, was nachhaltig ist. Es gibt Ansätze, es gibt zum Beispiel Diaspora, es gibt Friendica, es gibt ganz viel Software in dem Bereich, aber keins hat so eine kritische Masse erreicht, die Akzeptanz erreicht von einer gewissen, von dieser Szene, die wir da erreichen wollen. Der andere Punkt ist, dadurch, dass es dieses Medium nicht gibt, wissen Menschen und Projekte möglicherweise noch nicht voneinander, so dass dann Energien verloren gehen, dass Räder neu erfunden werden und Dinge, für die bereits eine Lösung existiert, werden neu überdacht. Das sind so die beiden Hauptgründe. Ich glaube, das ist auch das Thema des wahrscheinlich des 21. Jahrhunderts, also Vernetzung und systemisch zu denken, also dass wirklich alles miteinander in irgendeiner Art von Beziehung steht. Und das ist eigentlich so auf der einen Seite wie bei allem die Gefahr und aber auch die Chance in diesen Netzwerken, ne? Dass sich ja die schwierigen Sachen vernetzen und sehr schnell verbreiten, sie politische Situation im Moment, das ist einfach auch Teil dieser Vernetzungsarbeit und diese Chance, also diesen anderen Bereich dann einfach auch zu haben, ne? In Bezug auf Nachhaltigkeit und Informationsaustausch zu eben anderen Themen. So. Ja, in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass es mittlerweile eigentlich global immer mehr Menschen gibt, die sehen, dass es so, wie es im Moment läuft, gar nicht funktioniert, allein aufgrund der Einkommensschere, die es da allein schon gibt. Ich habe letztens gehört im Vorfeld von der Davos, heißt es glaube ich, Konferenz, wo die Chefin von Oxfam darüber berichtet hat, dass es in Kürze so sein wird, dass 1% der Weltbevölkerung 50% des Weltkapitals besitzen oder der Wertung besitzen.
Und das ist für mich unhaltbar. Für mich ist es auch eigentlich ein ganz wichtiges Ziel, dass wir für alle Menschen in der Welt ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und dass damit eben halt alle Sklavereien, die eben halt indirekt noch existieren, mal in Jordan geschoben werden oder vielleicht nicht von gestern sind. Das ist zwar noch weit weg das Ziel, aber wenn man es nicht irgendwann anfängt, wird es auch nicht geschehen. So, also für mich ist mal der Leitsatz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So. Und das ist für mich eben halt Motiv genug, hier in diese Richtung zu agieren. Aber eben halt mich gar nicht inhaltlich einzumischen, weil es so unglaublich viele gibt, die da schon wirklich tolle Sachen machen. Aber ich möchte eben halt, dass alle miteinander in eine bessere Verbindung treten können und sich dann gegenseitig den Rücken stärken können, wenn es darum geht, mit anderen zu agieren, gar nicht gegen andere, aber mit anderen zu agieren und diese Welt einfach zu einem besseren Ort zu machen. Ganz generell. Ja. Dazu muss ich dazu sagen, dass ich auch gerade auch festgestellt habe, in den letzten Jahren, wo ich halt auch Leute zusammenbringen wollte, die nachhaltige Projekte so folgen, habe ich auch feststellen müssen, dass die immer gesagt haben zu mir, sie haben keine Zeit, sich auf andere Projekte einzulassen, weil sie doch mit ihrem Projekt so und bis zum Hals, genau, sie wissen das. Und ja, das ist einfach diese Denkschablonen, die halt dort, gerade auch dort vorherrschen, wie die etablierten Kreisen gerade dort, selbst dort ein nachhaltiges Projekt angestoßen hat, und ähnlich gedacht und gehandelt und das verteilt. Und ich suche einfach noch ein Konzept für diese Webseite von mir, um also Kommunikationsstruktur zu schaffen, wo ganz unkompliziert und ohne viel Zeitaufwand die Leute dort Gelegenheit bekommen, sich zu vernetzen. Und das bedeutet, dass ich halt auch noch ein Konzept suche, dass die Leute animiert sind, motiviert sind, Grund zu haben, etwas Zeit reinzustecken. Es darf nicht zu viel Zeit verschwenden, aber dass sie Zeit nutzen können und sich dafür auch Vorteil sehen, weil die auch Ressourcen bündeln können. Also ich möchte dagegen protestieren, Peter. Wir haben, auch hier sagen, natürlich, wenn man nur durch die technologische Brille schaut, ja, Internet und Cyberspace, Kooperation, aber die Welt ist voller Kooperationen, die auch versuchen, eine bessere Welt zu schaffen. Ja, denken wir an den Roten Halbmond, an das Rote Kreuz, denken wir an das in Deutschland entstandene Genossenschaftswesen, denken wir an die Bewegung um Gandhi herum, etc. Ja, also, selbst auch wirtschaftliche Kooperationen, wie die Gilden, die Gewerkschaften, auch die Hanse zum Beispiel, oder in jedem Land gab es Organisationen, die Hilfe zur Selbsthilfe waren. Also es ist einfach nicht wahr, es wäre ein etabliertes soziales Netzwerk, das ist viel zu flach. Moment, lass uns da schon mal zu tief werden, weil wir können irgendwo nur kurz was dazu sagen, warum wir das machen. Wir haben ja natürlich auch jede Menge Recherche gemacht. Ja. Ich meine, keine von uns, die machen das auch nicht ehrenamtlich, haben gerne Zeit zu verschenken, also zu verschwenden, sagen wir mal. Ne? Ja. Sondern wir machen das deswegen, weil wir uns eben halt sehr genau mit dem umgeschaut haben, was es gibt. Und wir haben festgestellt, dass alles, was es gibt, bisher thematisch spezifiziert ist. Egal, was man da nimmt, es hat thematische Schwerpunkte. Das ist aber genau unser Ansatz, dass wir keine thematischen Schwerpunkte wollen, uns gar nicht einmischen wollen in die jeweiligen Aufgaben, die die Einzelnen sich stellen. Und dass wir das alles auch richtig finden, was da passiert, solange es dann eben halt die Grenzen natürlich schon definiert haben. Aber dass eben halt die Klammer darum fehlt, die ist einfach nicht da. Also wenn du da was weißt, was eben halt das Ganze für alle öffnet, oder wo eben halt dann eine Adresse ist, wo sich dann auch alle wirklich drunter wiederfinden können. Super klasse. Aber ich kenne sie bisher nicht. Ich bin seit 3 Jahren in Leipzig und ich bewache immer in dieser Dimension, wir machen das ein bisschen, aber wir können das nicht. Wir sind nicht so entwickelt, dass wir miteinander arbeiten können. Alle Netzwerke, die bis jetzt entstanden sind, sind mit Urteil, Ausschließen und, die sind alle so beendet. Ne? Ja. Und das heißt, es ist wirklich wichtig, dass wenn wir die Bereitschaft haben, kleine Schritte mit uns zu arbeiten, so 10 Organisationen, dass wir einfach fühlen können, dass der andere in dieser Sache besser ist oder einmalig ist. Deswegen so meine Forschung mit den Talenten. Diesen kleinen Schritt, denke ich, wurde für mich Medien sind auch Medien. Ne? Die Botschaften, die wir senden, wenn wir selbst nicht tun können, dann ist wichtig, dass wir daran arbeiten. Und das würde mich freuen, weil ich lerne dann
jeder wirklich, was da ist, und damit die Möglichkeit, neue Ebenen zu finden, die dann selbstständig sich dann entwickeln werden. Und das sehe ich, dass wir die Absicht bekunden können, das zu wollen. Nicht nur theoretisch, sondern auch, dass es ist so wie die Übung vorhin, es geht um einen Schritt. Um einen Schritt in die eigene, von der eigenen Intelligenz, dass ich wirklich nicht, was ich denke, sondern die Intelligenz der anderen treffe. Bereitschaft zu sehen. Und hier würde ich gerne, also das wäre für mich schön, so eine Begegnung extra zu machen. Ich sehe das auch integral. Das ist wie ein kleines Pflänzchen, wo ich eben halt der Meinung bin, dieses kleine Pflänzchen vereint, was hier jetzt gerade entstehen soll, oder heute entsteht, ist dann diese Pflanze, die wir mit immer mehr hoffentlich füttern und die dann hoffentlich irgendwann ein großer, starker Baum wird oder viele Bäume werden oder was auch immer, die dann eben halt alles tragen kann. Aber nicht, dass der Einzelne da oder die einzelne Organisation sich da ausgeschlossen oder aufgesogen fühlt, sondern sich damit verbindet. Dass es wirklich eine Verbindung darstellt. Und das können Einzelne in der Regel gar nicht leisten, weder einzelne Organisationen noch wir als einzelne Individuen. Sondern hoffentlich wird das genau wie Wikipedia auch ein Netzwerk aus ganz vielen. Und Wikipedia ist das Beispiel für freies Wissen. Und wir werden hoffentlich grundsätzlich global die Idee für freie Kommunikation. Aber wir machen das mal weiter, weil sonst verlieren wir uns. Genau, ich gehe einfach noch mal kurz weiter. Es war jetzt wer, also die fünf Leute, die man da auf dem Bild sieht, vier davon sind physisch da und Stefan ist über Skype dabei. Wir haben das jetzt so fast 3 Jahre irgendwie begleitet und so allmählich hat sich die Idee so entwickelt und wir sind sehr offen für weiteren Input und für Wachstum des Teams sozusagen, damit wir da klüger werden. Also, weil wir auch, naja, wir sind halt nur 5 Leute, wir wissen noch nicht genau, was die Welt braucht, sozusagen. Wir haben ein Gefühl dafür. Wahrscheinlich ist ein Prozess, kann man nur lernen, den Prozess, man kann auch das entwickeln. Ja. Genau, also ich glaube, jede Person, die dazukommt und auch ihre Position standhaft einbringt oder Anregungen bringt, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bereicherung dafür. Mhm. Genau, und jetzt kleiner Ausblick, was steht als nächstes an, also wann und was machen wir dann in der nächsten Zeit? Für 2015 haben wir geplant, erstmal jetzt heute die Vereinsgründung. Dann geht es darum, so ein Offline-Netzwerk, haben wir das mal in Anführungszeichen genannt, aufzubauen. Das heißt, mit ganz vielen Menschen in Kontakt gehen, die in dem Bereich schon was machen oder die da was können, die da Interesse haben. Wir wollen Recherche machen zu den Grundlagen dezentraler sozialer Netzwerke. Also das heißt, was braucht es, damit es ein technisch sauberes soziales Netzwerk gibt, was weltumspannend funktioniert. Und dafür brauchen wir eben Geld, Ressourcen oder Unterstützer auch, die dann Zeit da rein investieren können, um da Informationen zu sammeln. Also an dem Punkt vielleicht, wir gehen davon aus, dass Geld genug in der Welt ist, egal wie viel, spielt keine Rolle, weil das Geld ist dafür da. Es geht eigentlich mehr darum, dass es überzeugt, dass man dem, was da passiert, auch wirklich vertrauen kann, dass es transparent ist, offen ist und auch für jeden nachvollziehbar werden kann, was da passiert. Und die höchste Komponente ist die Glaubwürdigkeit. Und wenn die Glaubwürdigkeit da ist, kann man auch eben halt da alles machen, was dafür nötig ist. Und dann wird es auch laufen. Aber ich glaube, es braucht da vor allem auch, um die Glaubwürdigkeit zu erreichen, Professionalität. Und die Professionalität heißt, dass es eben, ja, wirklich auch gut nachvollzogen werden kann für alle, was dann, dass das Überleben gesichert ist. Man hat schon ganz viel kommen und gehen sehen und ich habe das selber auch, die Erfahrung auch gemacht, wie schnell das dann Staub von gestern ist und dann ist es weg. Und diese 3 Jahre oder fast 3 Jahre, die wir schon dran arbeiten, beweisen, glaube ich, dass wir da nicht sind, sondern dass wir da kontinuierlich dranbleiben. Dann, was wäre 2015 so im Bereich Offline-Netzwerk, da habe ich mal so ein paar Gedanken gesammelt. Was können wir machen, um so ein Offline-Netzwerk herzustellen? Also Menschenprojekte anrufen, anmailen, kennenlernen, zu Konferenzen fahren, Informationsveranstaltungen selber anbieten, über spannende Menschen und Projekte berichten, Newsletter erstellen, bloggen, etc.
Telefonkonferenzen organisieren oder ähnliches. Also das sind alles nur grobe Überlegungen, das will ich jetzt auch gar nicht wirklich festlegen, aber so in die Richtung, das wären so die Mittel, um ein Offline-Netzwerk voranzubringen. Ich meine, wir sitzen hier ja auch im Social Impact Lab, das vielleicht auch für viele Menschen, die das draußen sehen, mal zu erwähnen. Wir sitzen hier im Social Impact Lab, das Social Impact Lab, was man auch im Internet sehr schnell nachfinden kann, kommt ja aus Berlin und macht auch genau das. Es ist ein Coworking Space, wo Menschen mit Projekten, die interessant sind, für 8 Monate lang gefördert werden können, mit ihren Projekten. Und wenn die irgendwas was machen, was eine Jury überzeugt, können die eben halt für 8 Monate lang gemeinsam an Dingen arbeiten, sich gegenseitig austauschen, vernetzen und so weiter. Ja, genau deswegen. Also wir sind auch mit denen sehr eng am Agieren. Ja. Die andere Seite nennt es immer Geschäft. Ich bin gerne für Geschäfte. Wenn jeder Wiese ist, was müssen wir alle für ein Geschäft? Also das erste Geschäft, was mich interessieren würde, ich habe ja auch einen Verein gegründet, monatelang gearbeitet und so weiter. Was bietet dieser Verein zum Beispiel? Ich denke, jede Arbeit seine 6 Stunden täglich kostenlos. Also wir auch und 4 andere Leute mit uns. Und jeder muss seine Steuersache selber machen. Ne? So, wenn es Wege gibt über den Verein, dass all diese Sachen sich ausgleichen und jeder 1 Monat Arbeit im Jahr Steuern, was weiß ich, sich erspart, weil die Kenntnisse sind nicht da, weil alles muss gefragt werden und so weiter. Das wäre, finde ich, eine gute Geschäftsgrundlage, dass hier ein bisschen Raum bekommt. Ne? Dann eben, es gibt viele Webseiten, also wir haben eine Webseite, wo wir alles über iFrame eingebettet haben. Aber das funktioniert. So, wenn wir Programmierer haben, die sagen, ich mache zumindest über iFrame, dass man die ganze Seitenteile seine würde, auch da sind. Also Geschäfte, wo die Organisation sich entlastet fühlt. Mhm. Und wo sagt, okay, ich spare 3 Tage in der Woche. Das wäre für mich eine gute Basis, dass man sagt, okay, der Verein macht das, aha, gut. Ich brauche nichts mehr, Pflanzen oder mit Programmierung oder etwas zu tun, dieser Bereich wird dann auch da. Das wäre für uns toll und es ist ein kleiner Beispiel, auf dieser Ebene einfach sich Gedanken zu machen, wie können wir die kleine Organisation entlassen. Erstmal Finanzamt, Steuern und diese ganzen Sachen werden schon für ganz viele Firmen die Kosten, die das meiste kostenlos machen, überhaupt nicht. Aber jeder ist mit seinem Drama irgendwie allein. Und danach vergehen die ganze Tage. Ne? Aber genau das ist es dort. Genau das ist die Problematik, die wir im Moment noch haben, dass es Lindenthaler gibt es. Und darüber kann man diesen Austausch machen, den du gerade sagst, wo es eben halt nicht über die Steuer geht, sondern über einen direkten Austausch, wenn die Menschen das dann machen. Und da braucht natürlich einer massiv Unterstützung dafür, weil er das natürlich alleine alles gar nicht leisten kann, was er da an wirklich richtig tollen Aktionen macht. Ich verfolge das die ganze Zeit und weiß davon, ne? Was da jemand an Mühe und Arbeit reinstellt. Und so kann man es von zig Sachen sagen. Ne? Und das passiert allen Maß dann wieder. Wir sehen uns nicht dafür verantwortlich, dass es hier in den einzelnen Regionen geschieht, sondern hoffentlich irgendwann global der Boden bereitet ist, dass solche Initiativen es leichter haben, miteinander in Verbindung zu treten und genau diese Ansprüche, die du hast, schneller den Weg zueinander finden und sich dann schneller austauschen können. Das ist eigentlich das Ziel von den Aktivitäten, die wir machen. Dass es einfach leichter und besser geht. Aber das braucht natürlich auch euer Mitwirken. Das braucht euer Einsehen, dass diese ganzen Dinge von euch dann auch in den Vereinen mit verantwortet werden und dann mit nach draußen getragen werden. Aber gut, vielleicht machen wir das mal. Gut, das war die Überlegung. Offline-Netzwerke. Dann die nächsten Schritte sozusagen, also 2016, soweit es dann eine entsprechende, ja, sobald das Personal da ist und wir genug Finanzen dazu haben, dann könnte das soziale Netzwerk für Nachhaltigkeit vorbereiten, das heißt dort eine Auftragsveranstaltung machen und anfangen zu spezifizieren. Das heißt, wie genau ist denn der Businessplan von so einem sozialen Netzwerk, also einer wirklichen Facebook-Alternative? Ich spreche sozusagen vom technischen Aspekt, von einem technischen sozialen Netzwerk.
organisatorischen, vom Marketing. Vom organisatorischen, vom Marketing und so weiter. Die Anforderungen, was braucht es sozusagen, damit Leute damit in Kontakt gehen können. Wir gucken uns dann vorhandene Lösungen an und entwickeln Strategien, beispielsweise eine Software rauszugreifen und zu sagen, so, die nutzen wir jetzt und die entwickeln wir weiter. Das wäre sozusagen der Plan für 2016. Und nach 2016 ist dann die Umsetzung angedacht. Und dann halt ist noch die Frage, wo habe ich auch noch mit reingenommen. Also aktuell haben wir uns überlegt, wir nehmen einfach als Standort für den Verein den Ort, wo Brigitte wohnt. Also weil das einfach am naheliegendsten ist und am längsten wahrscheinlich auch die gleiche Adresse bleibt. Ich bin halt relativ jung, ich werde wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren umziehen, deswegen habe ich jetzt nicht meine private Adresse für den Verein gebucht. Wir haben halt die genommen von der Lebenstraumgemeinschaft in Wernershausen, da wo Brigitte wohnt, und das ist soweit die Einführung zu dem Thema.